Kopf frei, sonst zugedeckt. Manchmal nicht ganz, ganz speziell die Fotos, ganz speziell der Fotograf. Bob Leinders hüllt sie alle ein, die Reichen, die Schönen, die Berühmten und die Armen. Irgendwie macht die Decke sie alle gleich. Es steckt die Idee dahinter, dass der Mensch zentral steht, uniformiert fast, und dass es da wirklich nur um den reinen Blick des Menschen geht und das zentral steht. Er hat Models in den Shootingpausen die Decke umgelegt, Promis für das Projekt gewinnen können und nahm die Decke mit in die Slums von Cape Town. Dort wählte er den Titel dieser eigenwilligen Arbeit aus, Covered, was so viel heißt wie abgedeckt. Also der ist mir in den Slums von Kapstadt gekommen, weil ich da wirklich gemerkt habe, dass die Decke wirklich ein Synonym ist für das Geben von Schutz, für das Einhüllen, für das Sicherfühlen. Kurz und bündig. Leinders arbeitet mit Licht und Schatten. Also ich finde erstmal die Lichtführung ganz toll. Ich finde, die Fotos haben eine wahnsinnige Ruhe und sind unglaublich ausdrucksstark. Und das wird noch verstärkt durch diese Schlichtheit mit der Decke. Und wie geben sich denn Mann und Frau beim Fotografieren in der Decke? Mit dem Schauspieler Stefan Luca war ich am Elbstrand und der wollte es auch sehr authentisch haben, hatte einen gigantischen Schrei losgelassen, dass den Leuten wirklich das Blut in den Adern erfroren ist. Ja, Roche wollte das unbedingt. Der bewegt sich natürlich sensationell und es ging auch sehr schnell, sehr treffend, und wie er die Decke hat fliegen lassen, war echt wahnsinnig toll. Seine Kunden sind eigentlich Modekonzerne und Firmen mit Weltruf. Dort entstand die Deckenidee nicht, sondern zu Hause. Der Ursprung ist daher gekommen, dass ich mal meine Tochter mit ihrer Mutter fotografiert habe, ganz entspannt auf einer Couch in einer Decke. Und das war ein sehr, sehr schönes, pures Bild, was mich eigentlich wieder zurückgeführt hat nach den Anfangszeiten meiner eigenen Fotografie. Dieses pure, unbearbeitete. Die Decke selbst ist nicht weich oder komfortabel. Vielleicht ist sie ja deshalb so geeignet für dieses Projekt, das nun den Weg in die Galerie gefunden hat. Covered, the story of a blanket. Außergewöhnlich.